Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu zu Pokémon Red, nicht hier den Emulator. So, es geht weiter. Beim letzten Mal haben wir Rocco besiegt, beziehungsweise das war der Fischer. Und anstatt dass er Fische hatte, was hatte er da nochmal für Pokémon? Gott, ich hab's schon wieder vergessen. Na egal, jetzt gehen wir weiter auf die nächste Route. Ich glaube, ich muss vorher noch meine Pokémon einmal kurz heilen. Oder mein, ja, Vogel muss noch kurz heilen. Aber lief ganz gut letztes Mal, also bis jetzt macht mir das riesig Spaß und ich habe mir vorgenommen, ich zock das Spiel durch. Solange, wie mein PC mitmacht. Ja, ich rede mit dir, du da unten. Ist gemein zu mir. So, jetzt muss man erstmal hier bei den Bodybuildern wieder, wie sagt man, ja, Pokémon halt. Ich wollte gerade Musik aufladen sagen, wieso kommen wir auf Musik aufladen? Naja, gut. Ich hoffe, mein Mikrofon hat so gute Qualität. Was sagt er denn? Ja, sieht gut aus. Okay. Ja, kann ich hier oben so nebenbei sehen. Das ist ganz praktisch. Oh ja, die Route kenne ich noch. Hier sind ja voll viele Trainer. Na gut, dann fangen wir mal an. Hoffentlich keine legendären Pokémon. Hey, I met you in Viridian Forest. Ah, das kann gut sein. Oh, der Sound frisst sich immer noch ein bisschen selbst auf. Ah, da sind wieder die Trainer. Janma. Janma ist, glaube ich, dritte Generation? Kann das sein? Naja, erstmal wieder Trash. Mal schauen, wie weit wir heute kommen. Also, ich hoffe, ich schaffe es heute, Misty zu besiegen, weil ich würde gerne. Ich würde gerne wissen, was für Pokémon die unter anderem hat und wir brauchen halt den Orden von ihr. Das ist zweite Generation. Ne, das ist dritte Generation. Das weiß ich, oder? Ja, Dratini ist die erste Generation. High Jump. Oh, bitte nicht confused. Ah, fuck. Aerial Ass. Komm, High Jump, bitte, komm. Ja, Mann. Und dead. Dann defeated Cool Trainer. Bugcatcher, you beat me again. No. I will have my revenge one day. Hi, I like shorts. They are comfy and easy to wear. Was hat denn für einer? Sailor wants to fight. Mothim. Also, ist es halt im letzten Part schon aufgefallen. Da waren glaube ich drei oder vier legendäre Pokémon. Einmal dieses komische Vieh, wo ich dachte, dass er irgendwie der Seekönig oder so ist. Da muss ich definitiv nochmal hin, weil das ist ja ein legendäres Pokémon. Den möchte ich definitiv haben. Das ist dritte Generation, meine ich auch, oder? Ja. Mega Drain. Drain. What the fuck? Nein. So, dead. Und wieder einen besiegt. Level 15 erreicht. Nice. Youngster. I don't believe it. Oben oder unten? Weißt du was? Er versperrt den Weg, egal. That look you gave me. It's so intriguing. Keine Ahnung. Ich frag nachher mal. What the fuck? Beauty wants to fight. Das ist definitiv keine Beauty. Das ist eine Banshee. Simipur. Da ist ein Wasser-Pokémon. Ich hab nochmal nachgeschaut. Das sind so verschiedene Viecher. Ich bin mir selbst nicht ganz sicher, wie die heißen. Ich habe schon wieder vergessen. Aber die sind, glaube ich, fünfte Generation. Ich glaube, das sind Generation X sind die, glaube ich, meine ich. Oder davor. Ich bin mir nicht sicher. Ach du Sack, ey. Jetzt bin ich eingepennt. Jetzt macht das Sludge bei mir. Komm rauf. Bitte rauf, Vogel. Nice. Wenn ich heute ein bisschen komisch spiele, das liegt daran, erstens benutze ich den Controller und zweitens, Bonsli. Und zweitens, ich habe mir gestern meinen scheiß Finger so wehgetan. Heute ist Freitag und das sage ich jetzt gerade deswegen, damit ich das dann halt jetzt später zuordnen kann. Also, komm, ich mach den nicht kaputt. Danke. Lass! Be nice. Wieso heißt das? Was ist denn jetzt Lass? Nee, ey, das war.
habe ich mir gestern mal einen scheiß Finger wehgetan, das kann ich nicht zocken. Also ich kann höchstens mit meinem mittleren Finger gerade im Moment meine Maus benutzen. Und naja. Ist ein bisschen nervig, besonders ich kann halt nicht mehr schreiben und ich bin momentan ja wieder Schüler und das war halt ein bisschen nervig heute, aber hat doch geklappt. Also sah hinterher aus wie der beste Arzt, den du dir vorstellen kannst. Na, dieser Sound, ne? Ich frag mich echt, warum der Sound sich auffrisst. Das war in der Probe nicht so. Ich habe nämlich auch mal kurz zur Probe einfach eine Aufnahme laufen lassen, um zu gucken, Probobass. Ja, einfach um zu gucken, wie es läuft. Und außerdem sieht das Viech aus wie irgendwas direkt auf Five Nights als Freddy's. So, der High Jump funktioniert irgendwie fast immer. Level 16. Wir gucken auch gleich mal da unten im Gras, weil ich will ein paar neue Pokémon fangen, weil mit einem Pokémon zocke ich das Spiel nicht durch. Das habe ich damals gemacht mit Pokémon Gelb. Damit habe ich mit meinem Pikachu die ganze Pokémon-Liga allein gemacht und habe mich immer aufgeregt, weil meine ganzen Attacken leer waren, egal. Breloom. Sagt mir nichts. Wobei die schon vor mir bekannt vorkommt. Na egal. Och ne, Squaggy will ich nicht haben. Oder? Ich one-hitte ja alle, das ist das Problem. Ich hoffe, wenn ich den nicht one-hitte, dann fange ich den. Na naja, scheiße. Bin schon zu hohes Level. Yo, Mamoswine. Ach komm, da fange ich. Ich hoffe, das klappt, ne? Mit dem Pokéball. Ich habe ja 15 Stück. Na, geht nicht. Scheiße. Hä? Verfehlt der Ball die ganze Zeit oder wie? You missed. Oh nein, ne? Wahrscheinlich, weil der zu hohes Level hat oder so. Ach, fuck it. Ich lauf. Run! Run for your life! Oh, scheiße. Ich dachte, da wäre jemand zum Anschleichen. Did you touch me? Nein. Diese Schönheit, ne? Beauty Sense. Weißt du, wie es aussieht? Das erzählst du deinen Kindern, wenn du sagst, isst dein Brokkoli auf. Oder das passiert. Du hast einfach so einen nuklear mutierten Brokkoli durch die Wohnung am Stampfen. Naja, egal. Ich habe den Brokkoli besiegt, nice. Ah, scheiße, wir müssen jetzt durch eine Höhle gleich, ne? Fuck. That's it? Ja. Aufnahme läuft super, ja. Oder? Ich muss doch durch eine Höhle, ne? Oder bin ich jetzt blöd? Ich meine, klar, was für eine Frage, aber trotzdem. Hi. Ooh, I better take a rest. Groan. That tunnel from Cerulean takes a lot out of you. Okay. Mal schauen, was hier noch für Pokémon sind. Ah, wahrscheinlich die gleichen, ne? Naja. Ja, wenn hier die Pokémon schon nicht fangbar sind, dann holen wir uns dann bald mal ein paar Superbälle. Aber eigentlich müsste das möglich sein. Es sei denn, ja, okay, es kommt aufs Monster selbst an, ne? I tripped over a rocky Pokémon. Geodude. Ich glaube nicht, dass es ein Geodude ist. Geodude war Kleinstein, ne? Fand ich ja sowieso immer noch am allergeilsten. Hab mir mal den Pokémon-Anime, irgendeinen Film davon angeschaut. Und dann kommt man ganz klar sehen. So, alle Pokémon so, ey, Pikachu, alle vor die Hunde. Und dann kommt einfach Kleinstein. Kleinstein. Yo. Team Rocket greift. Ah, da kriegen wir die Fossile, glaube ich. Ist doch hier, ne? Ist das Originalmusik hier? Ich weiß, dass das zweite Generation Musik ist, das weiß ich. Oh, TM12. Pokémon. Aber ist eine meiner Lieblingsmusik, muss ich sagen. Acid Armor. Ne, war das nicht die Musik, die in diesen Ruinen lief?
Mal schauen, welche Zubat-Viecher wir hier kriegen. Bronzong? Ist Bronzong nicht legendär? Oder war das ein anderes? Aber wenn die ganze Zeit die Bronzong kommen. Ich versuche den mal zu fangen. Weil Bronzong mag ich eigentlich. Ah, oh, der scheiß Trash. Diese Trash-Attack ist echt ein bisschen. Der Vor- und Nachteile. Zum Pokémon-Fangen ist sie nicht so praktisch, aber für bestimmte Gegner geht die eigentlich klar, weil die stark ist. Was habe ich denn? TM35. Ich krieg nur TMs hier, what the fuck? Oh, Wander. Nice. Wander ist eine Attacke, die nehme ich auf jeden Fall gern. So, dann kämpfen wir gegen den. Ich will die, ich will mal die EP mitnehmen von dem. Bitte, hab keine legendären Pokémon. Jeden Pokémon-Kampf, den ich mache, da habe ich Angst, dass er irgendwie in den legendären Pokémon kommt. Und das ist wieder Gekko Trainer. Nee, das ist nur Kaskun. Okay. Was waren davon nochmal die Weiterentwicklung? Was ist davon die Weiterentwicklung nochmal? Das war doch. War das eine Biene oder war das ein ich glaube ein Schmetterling oder eine Omot? Nein, Omot nicht, Quatsch. Aber so in die Richtung, oder? So eine Motte war das, meine ich. Dino. Verstehst du? Ich fange gar nicht erst mit diesem Witz an. Weil er sah wirklich so ein bisschen aus wie so ein Dino. What? I'm waiting for my friends to find me here. Die steht literally am Ausgang. Wie gesagt, eine fucking Banshee ist das. Ganz ehrlich. Oddish. Mirapla. Das normalste Pokémon, was ich bis jetzt gesehen habe. Naja, neben den Ratz. Nein, nicht Ratzfratz, was war das nochmal? Habitak. So. Und Lapra kann. Lapra. Oddish, also Mirapla kann ja auch, glaube ich, Scratch erlernen. I lost? Yes, he did. Oh, die Höhle wird dauern. Ich weiß das jetzt schon. Mal schauen, ob ich den Weg noch weiß. Ich weiß, dass ich hier. Hier muss ich nicht weiter, aber hier finde ich ein Item. Meine ich. Und ein Team Rocket-Typen, meine ich. Müsste hier irgendwo noch rumrennen. Hi, Giovanni. Das ist Giovanni, ne? We are Pokémon Gangsters. Sabrina wants to fight. Okay, also. Offensichtlich wie die Arena-Leiterin von hier die eine Stadt da ich glaube die größte Stadt, ich weiß nicht mehr wie die heißt, aber Sabrina war doch eine Pflanzen-Pokémon-Trainerin, ne? What the fuck? Nein, kein Toxic. Och scheiße, Poison. Ach Poison, ja klar. Alter, what the fuck? Okay, ich leg mich definitiv nicht mit Team Rocket an. Scheiße, das könnte zum ersten Mal so Fall sein, wo wir unter Umständen sterben. Naja, ne, Gary, hat Gary uns am Anfang. Nee, der hat uns nicht am Anfang besiegt. Da war in diesem Test, den ich gemacht hatte, einmal. Okay, Henny, tschüss. Ja, jetzt brauche ich natürlich, it doesn't affect, fuck. Ja. Wenn ich jetzt nicht einen Trank habe, dann. Ja, Super Potion habe ich noch, aber. Ja. Jetzt bräuchte ich halt diesen Mirror Trick, den ich vorher entfernt hatte, ne? What the fuck? Wie viel Schaden macht der Poison? Okay. Ja, Energy Ball ist das Einzige, was anscheinend gerade geht. Ah, come on, ey. Mach den jetzt kaputt. Ja, nice. Nein, ich bin tot. Fuck. Egal, direkt nochmal. Dann lass mal den Trainer raus. Ja. Schirm. Ah, weißt du, was ich da erkenne? Da könnte ein Herz sein, oder? Es könnte. Da könnte ein umgedrehtes Pokémon sein.
So, da hast du halt den Mantel da und da unten die kleinen Füße und da hat sie einfach umgedreht oder so. Level 18, nice. Oh, okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, da... Gastrodon, what the fuck? Also manchmal, also ich weiß nicht, die Sprites sind hier teilweise ein bisschen creepy. Was ich übrigens auch ausprobieren will, ist diesen Mew-Glitch. Ich will wissen, was da rauskommt, weil ich habe noch nie diesen Mew-Glitch ausprobiert. Oh. Mondschein? Gar nicht mal so abwegig für diesen Ort, glaube ich. Oh, Beautyfly. Den will ich haben. Das Pokémon mag ich voll gerne. Das hatte ich auch in der dritten Generation immer. Energieball, bitte bring ihn nicht um. Nice. Draining Kiss. Na, das halt ihn wahrscheinlich. Naja, was ist doch egal. Vielleicht ist das Sound auch das Spiel. Also das Spiel weint definitiv, das ist ja mittlerweile klar. What the fuck, Thunder Wave? Oh ne, komm bitte, mach kein. Ach, scheiße. Oh, mach mal gut Schaden. Vielleicht auch einfach nur, Ach, Manu. Scheiße, ne, egal. Elektrik. Ist das nicht so ein Aal gewesen oder so? Aber alter Schwede, what the fuck? Also. Bis jetzt kommen irgendwie nicht die gleichen Pokémon in der Höhle. Naja. Jetzt habe ich es gesagt. Egal, ich muss Puppen heilen. Ups. Der Beschleunigen hilft schon ein bisschen aus. 1000%, okay. Ja. Gut, jetzt haben wir da diesen Tunnel gemacht. Wo geht's denn jetzt weiter? Nach oben? Nein, oder? Doch, nach oben. Oder nach unten meine ich, ist auch noch was. Oh, Snobblicat ist auch voll awesome. Persian. Hm. Ich meine, also ich meine, eigentlich müssen viele mit den klassischen Pokéball fangbar sein, aber wenn der Pokéball verfehlt, dann heißt das eigentlich in der Regel schon, dass man den nicht fangen kann. Hi, Palkia. Okay. Ja. Palkia. Also, ja. Ich habe gerade soeben einen Pokémon-Gott gewonnen-hittet. Nice. Vom Don Sneak Up on Me. Er hat mich doch zuerst angegriffen. Youngster wants to fight. Cresselia. Ich habe ja, es hat sich herausgefällt, Cresselia ist kein legendäres Pokémon, also. Ich hätte Latios nehmen müssen. Ist aber auch egal. Und ein Cresselia uses Trash. Jetzt trashen die sich gegenseitig. Na toll. Aber Trash ist halt so eine richtige Nachteilattacke irgendwie. Weil die davon immer confused sind. Drain Punch. Oh, ich muss mich gerade so ein bisschen an Niesen zurückhalten hier. Komm, mach ihn tot. Nice. Ich muss echt sagen, also mein Pokémon ist echt stark. Also, finde ich awesome. Super Nerd. Ich verstehe nicht, warum sich manchmal... Soda Pop? Was ist das denn? Ich verstehe nicht, warum sich manchmal die einfach die Namen von denen ändern und so. Ah, wahrscheinlich wegen, weil das Original war. Soda Pop halt, glaube ich. Ja, das müsste doch diese Soda sein, die man in den Automaten da kaufen kann. Auch im, ja. Oder? Doch, ja, müsste eigentlich sein. TM17. Shockwave. Shockwave. Ich muss mir Attacken mal durchlesen. Ich kenne ja nur die deutsche Bedeutung von denen. TM28. Sag mal, jetzt reicht's auch langsam, ja. Double Kick. Double Kick ist auch eine richtig geile Attacke. Ich liebe diese Musik, ne? Diese Ruinenmusik, wenn das die ist. Oh ja, Mann! Ich liebe dieses Pokémon, das ist eins meiner Lieblings-Pokémon. Komm! Pokéball, los!
Nein! Und Earthquake konnte der, glaube ich, wirklich im Original. Also im Originalspiel. Bitte töte ihn nicht. Och man, und dann wahrscheinlich schon längst tot. Na. Ich komme definitiv nochmal hier hin und hol den mir. Ist das nicht der Tunnel, wo wir vorher waren? Ja, ne? Ja, klar, oder? Okay, dann bin ich einmal im Kreis gelaufen, dann weiß ich Bescheid. Hi, Palkia! Dann weiß ich ja schon mal, wo ich mit mir ein legendäres Pokémon krallen kann. Vor allem, Alter, hast du dir mal die Filme angeschaut von Pokémon? Die sind so geil. Also jetzt so ein Palkia und so, ich fand die so geil.